Muss ich, Oh, oh, oh! Euch kenne ich noch nicht. Wer seid ihr denn? Hi! Was bist du? Minilock! Verkneife alles. Dave, denke nein, nein, Dave, hör auf so zu denken. Lies einfach noch vor, was da steht, okay? Verkneifst dir. Felsmonster, das feuerfest, aber anfällig gegen starke Erschütterungen ist. Frisst für sein Leben gern Felsenfilet. Felsenfilet, ja, ja. Minilock? Den sollte man anheben. Gott, das halt doch die Klappe. Au, au, natürlich au, au. Ich musste aus... Aha! Felsenfilet klingt geil. Sowas tragen die Mädels heutzutage. Hör doch still, Chat. Im Weg. Ist voll in und öko. Oh. Schild, 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 Schild. Ich will Schild lesen. Bevor es verbrennt. Vorsicht, Lavasee voraus. Gott sei Dank steht dieses Schild da. Dann wäre mir überhaupt nicht aufgefallen. Was? Ach, die duschen wieder. Goldenes Ei, wuhu. Nur weil du es dir verkneifst, müssen wir es ja nicht. Ja, ja. Hast ja recht. Ey. Habe ich von euch auch actually nicht erwartet, dass ihr euch Dinge verkneift. Ach nee, geh weg! Nö, lass mal. Oh. Oh, lob. Aha! Warum hüpfe ich hier überhaupt rum? Muss ich doch gar nicht, ne? Was ist das? Oh oh. Oh, wait, 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 wait. Die leuchten. Lavafels gemerkt. Felsbrocken vom Vulkan Eldin, der nicht einmal zerbricht, wenn er von Lavafontänen hochgesteuert wird. Hm, sehr subtil, was ich damit machen soll, Spiel. Hm. Vier. Och nee, schnell, 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 schnell. Ach, fick. Blab, Pisskopf. Oh, du bist so ein Nervbolzen. Gleich dich. Nee. So, Vogelarmee, los, mach den weg. Also ja. Los! Danke. Ah, sehr. Was ein Arsch! Und hepp! Attacke auf Vogelohe! Sind der Vogel auch schon? Mein Lieb. Oh, und eine heiße Quelle. Teilt sogar mal ein ganzes Herz, oder? Sehr schick. Unter der Herzleiste. Was machen hier Vögelchen? Auf dem Vulkan. Ihr seid wirklich komplett passiv. Interesting. Aber da oben kann man langlaufen. Das heißt, wenn der
Der Riss weg ist, gibt's hier noch was. Na. Aha. Siehste? Da ist ein Weg vorhin. Scheiße. Den habe ich nicht, ne? Kann ich da nochmal runterhüpfen und den Weg vorhin holen? Jetzt bin ich aber schon hier oben. Nee, ich hol den nicht. Woher war der nicht weg? Oh. Actually kann ich auch mit den Dingern super klettern mittlerweile, weil ich ja 5 habe. Ich soll halt hier noch gar nicht sein, aber es macht dann umso mehr Spaß, trotzdem hier zu sein. Den hole ich mir jetzt aber. So. Ganz einen anderen. Ach, scheiß aufs Donny. Ich mach selber. Felsen für die Steinbruch. Ich mache mir meine eigene Story und meine Reihenfolge. Kannst du mich noch spielen? Ja. Oh, lol. Oh. Oh, Stempel. Oh, nee. Oh, nee. Tja, tötet den. Patsch, patsch, patsch. Los, alle auf den! Perfekt. Tack. Tack. Komm an. Hep. 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 Aua! Nicht mich hauen! Aha! Ah, super. Reicht der Große, wenn ich den einmal hier hinklatsch? Ja, perfekt. Und ich mache mir meine eigene Story mit Blackjack und Nutten. Warum ist der jetzt weg? Warum ist der verschwunden? Hm. Oh, warte mal. Zelda macht sich immer ein bisschen nass. Dann heilt sie sich. Oh, Zelda, das ist ein ganz komischer Fetisch. Actually. Nee, lass mal. Deswegen spielt man die normal. Zelda hat einfach weirde Fetische. Und Nintendo wollte das halt nie bloß an die Glocke hängen, aber es ist halt Canon eigentlich. Oh. So. Oh, nochmal hier reingucken. Mhm, nichts Besonderes, okay. Naja, wir gehen ja. So. Hier noch einer. Glückwunsch. Oh! Ach, da soll der hin. Ah, warte, also. Ja, da komme ich nicht mehr hoch, ne? Okay, perfekt. Mit 5 geht das ja. Zelda und Peach unterhalten sich bei Tee regelmäßig über ihren Kidnapping-Kink. Ich hab doch gedrückt, spring doch. Aber, durchaus möglich, ja. Würde ich beiden zutrauen. Oh. Und ja. Ah, warte. Ha! Jetzt habe ich den nämlich auch noch bekommen. Wunderbar.
Perfekt. Guckt euch das an. Ach, schön. So, was war hier jetzt? Auch ein Eingang. Gucken halt mal kurz rein, ne? Oh nee, du siehst halt genauso aus wie der aus Theotika, ne? Ja. Du bist ja allein? Schlag dir das lieber aus dem Kopf. Viel zu gefährlich da drin. Okay. Ah, der sieht genauso aus. Weiß nicht. Würdest du das Game eigentlich weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Es macht wirklich, wirklich Laune. Es hat einfach einen komplett anderen Aspekt als bisherige Zelda-Teile. Und das mag ich sehr daran. Dass es halt was wirklich Eigenes ist. Durch den ganzen Rätselkram. Und diese Mechanik hier. Ich mag das sehr. Ich würde dem Spiel aktuell... Was soll ich das lassen? Ja. Nö. Was würde ich dem Spiel geben? Also mindestens eine 8. Es ist sehr leicht. Es ist nicht schwer. Das ist actually so einer der Kritikpunkte eigentlich, den ich habe. Also Sora hätte wahrscheinlich an dem Spiel keinen Spaß, weil Sora meckert ja auch über Berlin Wonderworld. Das ist viel zu einfach, man muss ja kaum was machen. Man macht hier auch dann nur, keine Ahnung, ich benutze einfach nur Bett und komme überall hin und hab gewonnen. Also legit wären das die, sind das die gleichen Sachen, die man Berlin vorwerfen kann, dass es mit dauernd derselben Mechanik im Endeffekt spielbar ist. Was es jetzt halt sehr einfach macht. Aber es durch die du kannst trotzdem sehr viel rumprobieren. Und das macht halt Spaß. Es gibt halt das in verschiedene Lösungsansätze. Ja, du kannst immer den gleichen benutzen und es sehr stumpf machen, aber du kannst halt auch auf lustige, kreative Art manche Dinge lösen. Alle sagen, dass es echt Spaß macht, aber irgendwie sieht es nicht aus, als würde es Spaß machen. Tut es aber. Danke, dass du uns helfen willst. Das hier ist der Riss, den Darston und die anderen verschluckt hat. Die Musik lässt jetzt nicht die Bedrohung und Spannung aufkommen, die der Situation, glaube ich, gerecht werden würde, aber... Dave mag das dagegen. Ich benutze einfach Bett. Wie, warum bin ich Vater? Also, es ist schon sehr simpel und einfach gehalten. Also, man ist nie groß in Gefahr. In einem Fight musste ich, echt dreimal healen mit einem Heal-Item. Ansonsten hast du halt sogar Zeit, einfach im Boss-Fight das Bett auszupacken, weil du so wenig in Bedrängnis bist. Es ist nicht schwer. Das ist der größte Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Es ist wirklich wenig Challenge, actually. Und ich spiele es ja sogar noch auf Challenge-Mode, indem ich komplett den Link-Modus, den Schwert-, den Helden-Modus komplett verweigere und alles nur als Zelda mit ihren Summons lösen möchte. Ich mache nur dann, wenn es nicht anders geht, den Schwertmodus an. Ich finde das Bett nicht mal so stark. Sowohl für horizontales als auch für vertikales Movement gibt es bessere Tools. Hallo Luffy. Mittlerweile ja. Die Felsen, die ich gerade momentan immer benutze, seitdem die billiger sind und ich 5 habe, sind die besser. Und auch der Wasserblock ist deutlich besser, actually, weil man halt einfach 5 Block hochkommt. Aber speziell zu Beginn ist das Bett halt einfach unglaublich OP. Und man kommt sehr früh relativ überall hin. Papa kommt nicht mehr heraus! Bitte tu was! Irgendwas! Wir müssen weder ein noch aus! Papa! Du bist die Einzige, die uns retten kann! Bitte unternimm etwas! Dies ist der Mist, den darfst du die anderen verschlüsseln, das sagtest du. Bitte rette sie! Was zahlst du? Ich geh erstmal woanders hin. Was? Weltwetten? Nee. Ich warte hier auf meinen Bruder, aber er kommt einfach nicht. Langsam mache ich mir Sorgen. Kann nichts kopieren hier, schade. Hm.
Nee, okay. Nee, mehr geht nicht. Ab in den Riss. Deswegen, also. Ja. Es ist zu leicht. Aber ansonsten. Das ist wirklich der Hauptkritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Zu leicht. Also, ja, geh rein. Mach doch mal. Ich liebe diese Baby-Gorillen, die sind ja giga-cute. Schon, ne? Haben wir es, auf jeden Fall. Ich kann die Anwesenheit meiner Gefährten spielen. Sie sind hier an verschiedenen Orten eingeschlossen. 4? Das geht ja sogar. Aha! Da kann man reinklettern. Ich da drauf? Da kann ich drauf. Oh, guck mal. Hier ist direkt am Start einer. Hab. Ja, sowas zum Beispiel. Eben zum Beispiel. Ich falle jetzt hier runter und habe keinen Schaden bekommen dadurch. Das ist halt ein bisschen zu einfach, ne? Ich will da rein. Ab in den Topf. Mhm. Oh. Wo ist er denn? Da. Mein Gott. Okay, und das hätte ich gern auch ein bisschen irgendwie anders gelöst. Das ist der gleiche Bums wie in TOTK. Achso. Bumm? Bumm. Da war es auch furchtbar, dass man... Oh, ich möchte meinen Pfeil jetzt mit irgendwas kombinieren. Oh, was nehme ich denn? Ah, wo ist es denn? Das war auch furchtbar. Das ist hier exakt dieselbe Scheiße. Oh, okay. Kommst du? Muss ich jetzt meine suchen? Denn wo ist die Lavaschnecke, die ich habe? Da. Nenn nach oben. Geh doch nach oben. Perfekt. Oh. Oh, das Feuer macht mir aber Schaden. So ein verschachteltes Menü mit Kategorien wäre cool, ja. Der hat einfach verschiedene Reihen, dass ich sage, Items, Landobjekte, Landeinheiten, Flugeinheiten, Wassereinheiten. Das wäre... Allein da wäre es schon besser. Warte mal, ich suche das Bett. Ja, ich kann das irgendwie noch in, wie oft ich was benutzt habe. Aber das ändert sich dann dauernd. Ich möchte ein konstantes Menü haben. Dass ich Dinge immer gleich finde. Die gleiche Art und Weise. Gibt es ein Favorite-System? Favorite nicht, aber zuletzt ausgewählt, am häufigsten verwendet, zuletzt gemerkt, also in welcher Reihenfolge ich was bekommen habe. Und dann nach Kosten. Es gibt eben, also, dass ich sage, hier Favorite, Stempel drauf, Herzchenmarker gibt's nämlich nicht. Das wäre großartig. Das sind so die Kleinigkeiten, weil jetzt muss ich wieder 100 Jahre den blöden Bombenfisch hier suchen. So. Das sind aber wirklich einfach so Kleinigkeiten. Man sucht halt einfach länger, als man möchte. Aber das sind auch die größten Kritikpunkte, die man in einem Spiel anbringen kann, finde ich. Darunter wird ja nichts sein, oder? In den Versteckten. Oh. Hey! Na toll. Blöder Fisch. Und dass der Fisch rumhüpft, ist doof. Da sind ganz viele Ketten. Okay. Ja, gut. Oh, du blockierst mich? Ich kann deine Bombe mitnehmen. Interesting. Das war der. Du mit deinem Metagross. Das gefällt dir schon sehr, ne? Ja gut, aber Shiny Metagross ist schon geil. Bumm.
Reicht nicht mal. Bin actually neidisch. Aber es ist nur im Community-Game, muss man ja dazu sagen. So ein richtiges Shiny Metagross, da wäre ich schon deutlich neidischer. So, das war der dritte, dann fehlt ja nur noch einer. Hm. Nur, ja. Das ist Tiefenwahrnehmung, ne? Ja. Zip. Ach nee, nicht du schon wieder. Goddammit. Da verlasse ich mal für ein Pokémon TCG ab, sobald er sich traut. Oh, ab. Schlagt mich erstmal, ihr Noobs. Wieder hin und her. Und dann. Ich habe leider noch nicht so ein geiles Deck. Auch nicht. Ich habe wirklich nur die. Ich habe zweimal Punkte investiert, um Pack schneller zu öffnen. Ansonsten wirklich nur die Free Decks. Wir haben all deine Gefährten. Das sollte jetzt aber für ein Level up reichen, oder? Warte mal. Ich auch noch sehr random die Karten. Deswegen für ein richtiges Deck reicht es noch nicht. Vielleicht. Ich glaube, ich habe ein paar Pflanzen-Pokémon. Ich glaube, ich könnte wahrscheinlich ein Pflanzendeck bauen. Habe aber noch nicht geguckt, aber ich weiß nicht. Pflanze ist auch nicht so mein Typ. To be honest. Ich sehe mich eher bei Wasser. Meine Gefährten haben ihre Kraft mit mir geteilt. Und? Level 8. So. Ich sage, es wird kein 6. Strike dazukommen, sondern wir werden etwas billiger bekommen, ne? Ja, oh, was wird billiger? Der Hai wird billiger. Oh, die Plattform wurde billiger. Das ist gut. Der Hai billiger ist egal. Der Lava Octorok ist auch egal. Der Geist ist egal. Wir können zwei Spukslimers benutzen. Die Spinne für 1 mit den Seilen ist nicht schlecht. Und dann die zwei Engel da oben rechts sind kompletter Quatsch, glaube ich. Und die Moblins da für 3. Ja, doch der Level 2, der grüne ganz links, den fühle ich noch. Ja, ist okay. Ich hätte gerne ein Elektrodeck. Pikachu X ist gigawitzig. Die Plattform hatte ich nicht mal. Welche Plattform? Das Gelbe? Wie, das hattest du nicht? Wie kann man denn das Ding verpassen? Das ist doch sogar irgendwo required für manche Rätsel. Eieiei. Hallo! Oh! Es sind alle zurück, der Riss ist komplett verschwunden. Hurra, Hippie! Der Typ in der Mitte sieht nicht so happy aus. Ja, aber was ist eigentlich passiert? Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich mir diesen Riss näher ansehen wollte und... Und dann... Das dort, ich bin so froh, dass du auch zurück bist. Sieht so aus. Der Riss ist weg und alle sind wohlbehalten zurück. Aber wie ist das passiert? Diese Helianerin hier hat alle gerettet. Ui, wirklich, wahr? Danke, dass du uns gerettet hast. Ich würde ja zu gern wissen, wie du heißt. Oha, Prinzessin Zelda aus dem Königreich Hyrule? Also freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ich wurde vor kurzem zum Häuptling dieser Gewohnheit ernannt und heiße Darston. Und wer ist dieses Schwebewesen? Ich bin Tri. Tri, ja, freut mich, dich kennenzulernen. Moment mal. Wo ist Papa? Papa ist nicht zurückgekommen. Er ist immer noch Zigaretten holen.
Huch! Wenn ich mich so umsehe, fehlen noch Opa Goldo und Opa Silbri doch auch. Goldo und Silbri, Gold und Silber. Und Oma Kupfi ist wahrscheinlich auch noch nicht da, ne? Was? Da fällt mir ein, dass Opa Goldo sich beim Steinbruch Felsenfilets besorgen wollte. Und Opa Silbri wollte den Exalfassbau unter die Lupe nehmen, weil ihm irgendwas komisch vorkam. Häuptling, was sollen wir tun? Es sind nicht alle zurück. Also, lasst mich mal überlegen. Blind drauf loszusuchen bringt gar nichts. Aber alle sind so besorgt. Vielleicht kann mir da die Steintafel weiterhelfen. Häuptling, alles in Ordnung? Ja, genau. Also, hört mal. Ich werde unsere verschollenen Freunde finden. Wartet alle hier. Grundweisheit Nummer 32. Nicht einfach nur rumstehen, was tun. Bin mal im Handy Ladelörg. Viel Spaß, Milchi. Lag mal schön. Weg ist er. Was hat er denn da von Weisheiten geschwafelt? Glaubt ihr, er weiß, was er tut? Ihr habt ihn nur schlecht zum Vorsitzenden gewählt. Also, dieser Darstung wirkt ganz anders als die Oberhäupter bei den Gerudo und den Zoro. Was findest du nicht auch? Wo er wohl hin ist? Die frische neue Position bekommen, in die man noch nicht eingearbeitet ist. Das ist halt immer kacke, ne? Aha! Hier kann man Dinge kaufen, die ich nicht möchte. Das ist okay. Aber da oben sind neue Türen. Kann ich den Deckel wegmachen? Ich will den Deckel wegmachen und da reinhüpfen. Mann! Oh, was ist denn Papa nicht da? Hier, guck mal, das Wasser. Kennt ihr das? Ich bin full life. Ey, was ein Bett. Aber er hat eine geile Frise. Guckt euch mal die Haare an. Er hat eine Glatze oben, hinten aber so Bommelzöpfe und einen Schnauzer. Finde ich mega. Absolut super. Du nicht so ganz. Oh Gott. Dahinter ist doch was. Ich sehe das doch, dass dahinter was ist. Komm, lass mich das sprengen, bitte. Schade. Nee, schade. Na gut. Dann dem Goronenhäuptling hinterher. Die Frage, wohin ist er? Es wurden zwei Sachen genannt, wohin er gehen könnte. Ah ne, hier steht er. Ich bin losgerannt, um irgendwas zu tun. Aber man sollte nichts übereilen. Ich muss unbedingt alle Verschollenen finden. Vielleicht hat die Steintafel doch einen Tipp. Zelda, Tri! Daston, was hast du denn da eigentlich für eine Steintafel? Das hier sind die 56 Goronenweisheiten. 56 wertvolle Ratschläge, die mir mein Vater hinterlassen hat. Auf die verlasse ich mich immer. 56? Das ist ein bisschen viel. Auf dieser Tafel stehen sehr nützliche Verhaltensregeln für Goronenhäuptlinge. Wenn ich die nicht hätte, könnte ich nachts nicht schlafen. Willst du noch etwas über die Tafel mit den 56 Weisheiten, die mein Vater hinterlassen hat, erfahren? Dein Vater? Ja, mein Vater war vor mir Goronenhäuptling. Er ist jetzt weit weg. Sehr weit weg. Okay, Papa Dad. Aber obwohl mir diese Tafel jederzeit mit Rat und Taten, mit Rat und noch mehr Rat zur Seite steht, bin ich mir bei vielen Dingen unsicher. Das darf eigentlich nicht sein, jetzt wo ich doch Häuptling bin und meinen Leuten ein gutes Vorbild sein muss. Daston, wir reisen herum, um Risse zu schließen. Deshalb möchten wir gerne an eine Stelle mit einem großen Riss. Kannst du uns da irgendwie weiterhelfen? Der größte Riss ist am Krater, aber wegen der vulkanischen Gase kommt man nicht in die Nähe.
Mir ist allerdings das Gerücht zu Ohren gekommen, dass es einen Schlupfweg gibt, der zum Krater führt. Ein Schlupfweg? Das klingt vielversprechend. Genau das weiß ich auch nicht, aber zwei Bewohner unserer Stadt könnten vielleicht gute Hinweise geben. Opa Gold und Opa Silbri. Das Problem ist nur, dass die beiden verschwunden sind. Was sollen wir nur tun? Weil genau die beiden, die mir helfen können, sind nicht da. Sagt mal. Könntet ihr mir vielleicht bei der Suche nach den Vermissten helfen? Allein komme ich irgendwie überhaupt nicht voran. Mit eurer Unterstützung würde ich mich gleich viel besser fühlen. Opa Goldo war zuletzt beim Felsenfiletstein im Nordwesten aufgebrochen. Und Opa Silbri in Richtung Exalfossenbau im Norden. Steinbruch? Der Felsenfiletsteinbruch liegt nordwestlich von hier. Wenn man auf den Berg hinaufsteigt, stößt man auf eine Höhle. Dort kann man unser Lieblingsessen abbauen, nämlich Felsenfilet. Opa Goldo war zuletzt am Meer. Und der Steinbruch? Ah ne, das war der gerade. Never mind. Ja, ja. Ei. Was für ein Bau? Der Exalfoss-Bau liegt am Lavasee im Norden. Es handelt sich um eine Höhle, die am Vulkan heimischer Monster hausen, sogenannte Exalfoss. Exalfoss kommen aus dem Vulkan? Interesting. Oh, okay, got it. Let's go. So, meine Lieben, ich schmeiß mich mal in den Lurk. Angenehm streame euch noch und einen schönen Tag, Malf. Hab viel Spaß. Brechen wir auf. Hussa. Fragt sich nur, wohin wir zuerst gehen sollten. Ob Coronenweisheit Nummer 8 weiterhilft? Nein, Nummer 52 auch nicht. Das macht sich wohl schon wieder Sorgen. Sollten wir vorangehen? Ja. Während er sich nicht entscheiden kann, dann definitiv wir. So, da und da. Oh, guck mal, da haben wir ja jeweils schon einen Porter. Also, ja, das liegt unterwegs. Machen wir den, der erst vor mir liegt. Hey, hey, Malf, sag doch mal, was gibt's heute bei dir? Erzähl doch mal was. Ha? Jetzt weiß doch eh jeder, dass du jetzt streamen gehst. Ha, da im Halt. Zurück. Da im Lavasee. Halt, stopp. Ah, verdammt. Das will ich mir holen. Halt, stopp. Okay, Vögel nicht über den. Ach nee, der Octobok da hinten. Los! Oh, mach den tot! Psst, niemand hier weiß das. Was? Niemand hier weiß das? Dann müssen wir das doch mal ändern. Also, Malf geht jetzt streamen. Er will uns aber nicht sagen, was weil dann Gemeini ist. Nein! Monster Hunter Wilds Demo testen. Oha. So ein paar Lurker werden wahrscheinlich jetzt... Was? Hä? Was? Monster Hunter habe ich gehört? Warte mal. Oh. Nein! Nein! Mein Gott! Damit. Oh, ach, whatever. Nimm's. Mein Gott! So. Oh nein, ich bin stuck hier auf der Insel. Überporten. Puh. Ich habe mir meinen Weg überlegt und den habe ich durchgezogen. Ich lasse mir auch vom Spiel nicht sagen, ob das eine gute Idee ist, was ich habe oder nicht.